Viele kennen die Herren an meiner Seite schon. Muss mal schauen, dass ich beim Sitzen nicht zu viel zeige hier vorne. Ja, das möchte vielleicht nicht jeder sehen. Viele kennen euch schon. Ich möchte euch natürlich die Chance geben, euch selbst vorstellen zu können, weil ihr wisst am besten, wer ihr seid und was euch so toll macht. Und wir fangen an mit Kai. Okay, mein Name ist Kai Kundrat vom SUB, vom Schwul-Queeren Zentrum in der Müllerstraße. Heute geht es ja eigentlich um Wirte in der schwulen Szene. Ich bin nicht wirklich Wirt, also zumindest sehe ich mich nicht als Wirt, weil SUB hat zwar ein Café, aber es ist eine Beratungsstelle und da bin ich quasi die Leitung. Und unser Café ist rein ehrenamtlich geführt, wie da drüben auch. Zwei Ehrenamtler von uns. Das heißt, die sind eigentlich die Wirte temporär. Genau. Danke, Kai. Wir machen einfach weiter. Ist der Beste. Ja, hallo. Am meisten kennen mich natürlich eher unter Basti, aber Sebastian offiziell. Ich mache das Café Nil seit mittlerweile schon 14 Jahren, klein angefangen und das ist ein bisschen größer geworden und ich bin sehr stolz, dass wir von euch immer einen sehr großen Zuspruch bekommen, dass ihr kommt und dass wir dadurch auch ein schwul-queeres Lokal aufrechterhalten können. Danke, Basti. Und jetzt ganz rechts oder links, je nachdem von wo wir drauf schauen. Peter. Ja, mein Name ist Peter Flieming. Man kennt mich als Betreiber des Harry Kleins. Queer dann das Gary Klein, das es seit 13 Jahren gibt und auch immer noch seit, das Harry hat ja letztes Jahr zugemacht. Und seit Februar 2023 machen wir das Fisch. Dankeschön. Ja. Jede queere Einrichtung hat hier Applaus verdient. Wenn ihr auf einer Skala von 1 bis 10 oben offen beschreiben müsstet, wie großartig und oder nicht es der queeren Szene in München so geht, gerade im Jahr 2024, jetzt, was würdet ihr sagen? Wie hat es sich entwickelt? Werdet ihr überrannt von Leuten? Freut ihr euch über lauter neue Nachbarn aus der queeren Szene? Wie geht's euch so? Ihr könnt losgelöst voneinander arbeiten. Also wenn man jetzt 25 Jahre zurückgeht, gab es natürlich in München viel mehr Lokale. Das ist nur noch eine Handvoll und die meisten sind gay-friendly und nicht mehr men-only zum Beispiel. Ich habe jetzt von Bekannten aus Köln gehört, die hier waren, dass das super sei in München, weil da sogar am Sonntag was los ist. Also okay. Es ist nicht, das ist immer so ein bisschen subjektiv und wenn die Leute woanders herkommen, dann sehen die das teilweise auch an. Basti? In der Tat ist diese Frage, glaube ich, sehr schwierig zu beantworten. Und ähnlich schließe ich mich dem Kai an. Die Frage ist, brauchen wir diese schwulen Kneipen oder queeren Kneipen alle noch? Oder ist es ein Erfolg, dass wir sie eigentlich auch nicht mehr brauchen und anerkannt sind überall anders, weil die jungen Leute sich auch trauen, in gemischte Lokale zu gehen und diesen Safe Space nicht mehr brauchen. Kann man auf der einen Seite so sehen, auf der anderen Seite ist die Szene natürlich kleiner geworden. Ich kenne sie auch noch mit wesentlich mehr Lokalen. Ich muss mich ein bisschen enthalten bei einer konkreten Aussage. Ich versuche es noch mal ein bisschen zu differenzieren. Und zwar, als ich nach München gekommen bin, 1989, da gab es über 50 queere oder damals schwule Läden und auch tatsächlich noch lesbische Läden. Die Zahl ist natürlich enorm gesunken, das wisst ihr auch, das sind vielleicht 15 heute. Das habe ich ein bisschen als traurig empfunden. Oder ich sehe auch im Moment eben so eine gegenteilige Entwicklung. Also ich verstehe voll, was der Basti sagt, dass es cool ist, dass wir eben auch überall hingehen kann, überall willkommen sind. Aber ich glaube, es gibt eben aufgrund der Entwicklung, der politischen Entwicklung, der gesellschaftlichen Entwicklung auch wieder ein Need für mehr queere, safer Spaces.
was jetzt, glaube ich, auch eher als Frage formuliert, ob man überall willkommen ist oder ob das so eine positive Entscheidung ist. Ich möchte gern kurz durch euch durchgehen. Das klingt sehr interessant. Wir fangen beim Sub an. Wir sind ja hier gerade auch auf einer Special Area, wo es auch um Kink und Fetisch geht. Der Fetisch hat im Sub ja eine besondere Verankerung und kommt da ja auch besonders noch, wenn man viele andere Orte anschaut, zur Geltung. Was ist die Verbindung von Fetisch und Sub für dich? Ich glaube, dass wir als Sub die ganze Szene, wenn man das noch so sagen kann, abbilden und natürlich Fetisch da auch ein wesentlicher Teil ist. Und ich weiß jetzt nicht, seit wann genau es den ersten Freitag bei uns gibt, aber eigentlich seit ich denken kann. Und es ist ein sehr gut besuchter Tag, also es ist etabliert. Gleichzeitig, um vielleicht zuvorher nochmal was zu sagen, jetzt haben wir über die Kneipen geredet. Ich glaube, sowas, so ein MLC oder so als Schutzraum, oder wo sich Leute begegnen können und wirklich geschützt unter sich sind, das wird sich wahrscheinlich nie auflösen oder unnötig sein. Also total wichtig. Danke, Kai. Das Nil. Also wir reden von Orten, die alle im Glockenbachviertel sind. Das Viertel, ich glaube hier hinten. Versuche die nicht gerichtet zu sein, wo das queere Leben in München schon immer eine sehr starke Verankerung hat. Und das Nil ist sozusagen die Legende, wie ich immer finde, in diesem Viertel, weil es einfach aus den positivsten Gründen nicht totzukriegen ist. Und es braucht euch. Und ich finde es großartig, dass das Nil immer noch existiert. Ihr seid jetzt aber ja, eure Nachbarschaft hat sich ja auch verändert. Gefühlt für mich gibt es sehr viel mehr Champagner-Bars um euch rum und sehr elaboriertes Hipster-Leben, wie man so schön sagen würde, hochpreisige Kaffee-Bars. Wie erlebst du die Entwicklung ums Nil rum und die Nachbarschaft so in der Umgebung? Ja, also ich denke, man kann schon lange nicht mehr davon sprechen, dass das Glockenbachviertel das Scherbenviertel wäre. Eine interessante Geschichte, das Kolosseum direkt uns gegenüber gelegen, war ja früher mal ein Ort für Gaukler und anderes Gewerbe. Das heißt, das Viertel hatte ja einen schlechteren Charakter. Mittlerweile, gut, man sagt, Gentrifizierung ist es schöner geworden. Ja, natürlich, weil wir in der Innenstadt sind, Innenstadtnähe, die Stadt gewachsen ist. Und ja, weil die Reichen halt nach hinten ziehen. Aber es finden von überall aus Menschen immer noch sehr gerne die Leute, glaube ich, zu uns. Und wir werden uns, denke ich, auch in weiter Zukunft nicht zu einer Champagner-Bar oder teuren Kaffee-Bar entwickeln. Können wir dafür kurz einen Applaus haben, bitte? Wir nehmen es als Versprechen, aber das wäre auch vollkommen irrsinnig, vor allem für die Szene. Generell. Wir gehen zu dir, Peter. Du hast letztes Jahr ein Lokal aufgemacht. Wir sind immer froh im Glockenbachviertel, wenn Lokale schließen müssen aus irgendwelchen Gründen und in diese Lokale dann eben keine Kaffeebars oder Champagner-Dinger einziehen, sondern wieder queere Spaces. Jetzt war es bei euch so, ihr habt im alten Moro das Fesch aufgemacht, wo wir natürlich sehr dankbar sind, wie gesagt, für jeden queeren Space, der im Glockenbachviertel sich in Anführungsstrichen erneuert und nicht ersetzt wird. Jetzt habt ihr einen Ansatz, dass ihr ja sozusagen die queere Community, aber nicht nur queere Community, mit einem Gastro-Konzept da zusammenbringt. Kannst du ein bisschen erklären, was euer Ansatz ist und wie er vielleicht auch so ins Viertel passt? Ja, also genau. Also ich betone das nochmal, wie wichtig uns das war, das als queeren Ort zu erhalten oder mir persönlich auch. Ich bin eben eher der Meinung, dass man wieder mehr queere Safer Spaces schaffen sollte und ich glaube auch, dass es dass wichtig ist und das den Mietbau auch braucht. Es war ja ein queeres Restaurant und das haben wir ja weitestgehend auch fortgeführt. Das Einzige, was wir eben ein bisschen anders gemacht haben, wir haben dann doch mehr diese bayerische Tradition, also das
Bayerische Wirtshaus, die Bierpflege und das eigentlich kombiniert, weil das auch bei Augustina, die Brauerei, da muss ich jetzt ein bisschen Werbung machen, die hatte ja früher einen sehr bekannten schwulen Geschäftsführer und der hat quasi das auch, also der hat diese Biermarke sozusagen in der Szene auch etabliert und da ist auch die Brauerei sehr dankbar, also das deckt heute noch. Also man hört das immer noch so drin und deswegen waren die auch, oder haben die sich auch für uns entschieden als BewerberInnen, weil es gab tatsächlich auch eine andere Bewerbung, genau, und das ja, hat sich das ganz cool ergeben. Jetzt hast du, was ihr vorhin gesagt, dass es ja toll wäre, wenn es so wäre, dass es die queeren Spaces gar nicht mehr so braucht, weil man ja überall hingehen könnte. Ich bin auch oft im Glockner-Viertel unterwegs. Gerade beim Sub erlebe ich es oft, euch wurden ja schon diverse Regenbogenflaggen geklaut oder zerstört, die an der Tür gehangen sind. Ihr habt ja auch Kunstausstellungen, die immer wieder auch zu Diskussionen anführen, wie explizit darf man sein im öffentlichen Raum, natürlich auch was Fetisch und Ding angeht. Ihr müsst da manchmal abkleben oder es gibt Diskussionen, die in Tageszeitungen in München auch geführt werden. Erlebt ihr das Umfeld um euch rum so, dass es wirklich so ist, dass queeres Leben in der Szene einfach so ist, dass man euch gar nicht mehr braucht? Oder ist es gerade auch das Gegenteil? Also, dass man gerade heute eigentlich den Stand machen muss? Nee, um Gottes Willen, das wollte ich damit nicht gesagt haben. Wir brauchen tatsächlich diese Kneipe. Und es wäre natürlich viel schöner, wenn die Vielfalt oder das Angebot größer wäre. Dann kann man sagen, okay, ich gehe jetzt, mache eine Bartour durch 5 Kneipen, wenn ich es dann an einem Abend schaffe oder wöchentlich jeden Tag in eine andere Stammbar. Also ich habe montags meine Stammbar und dienstags eine andere. Also ich bin da nicht dagegen, dass es weniger werden soll. Nein, überhaupt nicht. Wir haben es auch nicht, ich wollte es so kurz sagen, wir haben es nicht so verstanden. Das war jetzt nur generell, weil ich es eben, einmal finde ich, dass es nicht genug Queer Spaces, Safe Spaces für queere Menschen geben kann. Und ihr braucht es und ihr seid da wunderbare Beispiele dafür. Es ist nur die Frage, wie das Umfeld sozusagen ist und wie man darauf reagiert. Da denke ich, brauchen wir tatsächlich noch diese Lokale, weil, wie gesagt, auch wir erleben die Anfeindungen noch. Allein wenn ich draußen vor der Tür stehe, um zu gucken, dass wir was los ist und dann laufen auch jüngere Leute, meine ich, vorbei und sagen, oh, guck mal, die sind schwul, komm schnell weiter, nicht umdrehen oder, also ich bekomme es mit. Das ist eine Schwulenbar, oder die gehen rein und dann schauen sich um und so, oh mein Gott, wo sind, ja, das passiert. Wie geht ihr damit um, dass ihr ja oft auch direkter angefeindet werdet von der Öffentlichkeit, mit Fahnen, mit Diskussionen um Sichtbarkeit auch von Fetisch und von expliziteren Queer Spaces. Ich glaube, das liegt auch daran, wie nicht alle haben Fahnen draußen hängen. Und wenn man halt sich mehr damit zeigt, das kann man, glaube ich, auf alle Bereiche anwenden, dann hat man auch mehr Angriffsfläche. Ich glaube, so ist es eigentlich. Aber es ist ja gut, dass man da nicht mehr bei. Ja, das sollte man natürlich nicht machen, weil wir stehen dazu, also wir sind ja auf dem CSD, ja, also, ja. Ich möchte da nochmal anmerken, wie wahnsinnig großartig das ist, da kommen wir nachher auch noch dazu, dass es hier eine eigene Area gibt, die sich tatsächlich mal losgelöst von Party um einen sehr speziellen und sehr tollen Bereich der Queeren, des Queeren Lebens kümmert, nämlich eben den Fetischbereich. Bei euch, wenn ihr Wünsche hättet, die ihr richten könnt, an einmal vielleicht die Community, aber auch an Politik oder an, habt ihr genug Unterstützung, braucht ihr mehr Unterstützung, sollte man Grindr öfter ausmachen und wieder mehr schauen, was so ist, sich in Kneipen an Kontakt. Wie ist euer Gefühl, kann man euch noch unterstützen hier oder generell? Wir können auch. Also wir haben im Moment das Glück, dass wir ja immer noch, also uns gibt es erst 1,5 Jahre und deswegen ist es noch im Aufbau und das ist auch positiv. Deswegen kann ich das jetzt so nicht sagen, von der Politik braucht es natürlich immer Unterstützung. Also keine Ahnung, wir haben zum Beispiel alle, nee, du nicht, aber wir haben Briefe bekommen,
dass wir jetzt zum CSD mussten wir unsere Außenbestuhlung wegmachen, weil es Sicherheitsbedenken da waren. Und das war echt ein bisschen lustig, weil der Brief kam 3 Tage vorher. Und also sowas ist natürlich problematisch. Ja. Also dass man genau, wenn wir unser Fest feiern, unseren heiligen Feiertag im Jahr, dass wir dann so beschnitten werden, das ist schon schwierig. Was ihr bei dir gesehen habt mit den Straßenfesten, die ja vor eurer Tür um euch rum und mit euch als Organisator auch mit stattfinden? Gut, da an dieser Stelle kann ich natürlich dann die Stadt loben, weil ohne das KVR und die Zusammenarbeit wäre so eine Durchführung von einem Straßenfest, jetzt in unserem Fall, in meinem Fall, die Wahl zur Maikönigin, nicht möglich. Das ist eine schöne Zusammenarbeit, aber es gibt natürlich auch von städtischer Seite oder behördlicher Seite wieder nicht nachvollziehbare Auflagen. Naja, man muss es dann hinnehmen und ein bisschen drüber lächeln, denke ich. Ansonsten bekommen wir, glaube ich, Zuschauer. Das ist genauso, wie der Peter eben gesagt hat, da die Freischankfläche abzubauen oder bei uns. Ihr habt da einen roten Pfeil vergessen am Schanigarten. Ja. Gut, man muss natürlich auch sagen, dass die Regeln wahrscheinlich für alle gelten, also so. Und die Stadt München muss man eigentlich schon loben, weil wenn man München mit in Deutschland mit anderen Städten vergleicht, bekommen wir hier zumindest im sozialen Bereich schon, glaube ich, am meisten Förderungen. Lesbenzentrum, Schwulenzentrum, bald ein Transzentrum. Für alle Gruppen gibt es wirklich genug Geld und wir sind sehr gut aufgestellt. Das war ja schon die Antwort. Ich würde noch, dass wir gestern ins Rathaus durften. Yeah, Rathausklappe. Ich würde noch was kurz anschließen. Also ich wollte ja nicht das KVR schlecht machen, weil das KVR ist tatsächlich, also das erleben wir gerade an dem Festspielgarten. Da haben wir krasse Unterstützung vom KVR. Die machen alles möglich, dass ihr das dann umsetzen konnten. Das war ja nur ein Beispiel. Jetzt ist mir noch was eingefallen. Also, München kann man wirklich loben. Also für auch, wie man den CSD hier veranstalten kann, wie wir, dass wir ins Rathaus dürfen und so weiter. Wenn man nach Bayern guckt, Stichwort Aktionsplan, also queerer Aktionsplan Bayern, den es nicht gibt. Und Söder letztes Jahr sich noch hinstellt und sagt, er ist gegen das Gendern. Es geht nicht darum, dass man für das Gendern ist, das will ich auch an der Stelle sagen, aber man sollte das doch offen lassen. Nicht irgendwelche Verbote aussprechen. Ja. Dankeschön, Applaus dafür. Vielen Dank euch. Ich hoffe, dass wir uns wahrscheinlich nicht zum 100-Jährigen hier persönlich wieder treffen. Oder wer weiß, was passiert. Aber dass die Community, dass ihr alle eure Queer Spaces weiter so unterstützt. In dem Fall als Beispiel sozusagen das Sub, das Nähe, das Fesch, das Very Klein und viele andere auch. Applaus für euch und für eure Arbeit, dass ihr diese Szene weiterhin so bunt und toll macht und haltet. Applaus. Vielen Dank. Ja. Und ihr wisst jetzt, wo ihr potenziell hingehen könnt. Auf dem Weg dahin begegnen euch immer noch, Gott sei Dank, andere Läden, die ihr mit eurer Anwesenheit und eurer Tollheit unterstützen könnt. Vielen Dank euch. Die sind da unten, ihr könnt sie noch ausquetschen, wenn ihr wollt. Ja! Oh, wow. Aber nicht du vielleicht. Wir schauen mal, dass das alles... Wir haben auch ein Awareness-Team hier, habe ich gehört. Ihr könnt euch dran denken. Vielen Dank, Kai, Basti und Peter. Tolle, queere, safer Space. Aufrechterhalten. Applaus. Danke dir. So.